So, Amerika-Flagge. Aber das ist ja kein Easter Egg. So, hier habe ich, da hat jemand irgendein Mosaik, also sein ein Bild hinterlassen. Das möchte ich noch kurz zeigen. Ihr müsst dafür dort hoch, wo der Speicherstand ist. Das Speicherhaus. Das müsste irgendwo hier sein. Da drüben. Aber es geht, glaube ich, auch hier. Müsste ich schauen. Ja. Seht ihr hier einen Wolf? Da sind die Augen. Da ist die Schnauze. Da sind die Ohren. Also, das ist mir aufgefallen, als ich in einem alten Forum mit anderen diskutiert habe über Easter Eggs. Mir hatte Easter Eggs, also mich interessieren Easter Eggs übrigens immer noch sehr. Und deshalb haben wir sie dann miteinander gefunden. Ich weiß nicht, wer das gefunden hat, aber ich glaube, ich war's. Aber kann mich auch täuschen. So. Last Drop. Das ist auch nicht so schön, das Wort. Oder die zwei Wörter. Ein Liquor Store. Hier hat's nichts Gescheites. Nö. Eine helle Box. Merkwürdig. Das sind Funkgeräte. Aha. So. Weiter. Hier haben wir ein Xumer. Xumer Tankstellen, die sind sehr berühmt. Spandex. Aha. Okay, dann haben wir es. Auch hier müssten noch ein bisschen auf die andere Seite von Dorf. Loading Bay. Hat niemand gesehen. Die hatte nur genervt. So. Auf dem Blueberry Acker, den ihr dort seht, da gibt es ein paar Mythen. Aber die Mythen kommen dann später in einem anderen Video vom Dragos Spezial. Und dort erzähle ich euch, was es sich mit dem Mythos auf sich hat. Ich brauche irgendwas zum Schlagen. So. Ihr seht hier erstens mal Lampen, aber ein wenig Licht. Die Lampen sind aus, sind trotzdem Licht. Sehr merkwürdig. Was es sich mit dem Licht auf sich hat und ja, wieso es das da ist, das weiß niemand außer der Entwickler genau, aber ihr könnt gerne spekulieren. Und hier ist schon wieder eine Pizzeria, ich möchte doch mal einen Burgershop. Und ja, auch andere Easter Eggs könnt ihr gerne mit mir diskutieren. Ich kann dann auch wieder ein Video machen, wo ich das dann erkläre, wenn ihr es wisst. AK-47, sehr schön. Ganz. For use 70 load and unload only in booth. No loaded guns outside the booths. Aha. Da ist CJ. Das ist doch CJ. Seht ihr, hat Tattoos, zwei Uzis. Okay, hat's in diesem Shop also auch diese. Und hier sehr schöne, schlecht texturierte Armeeanzüge. Morins Ammunition, Big Boar, Big Jobs. Aha. Und sonst hat es hier nichts mehr. Könnte hier mal schauen, was auf der Tafel ist. Aber das ist nicht lesbar. Range Time. Was? 600 Meter? 600. Irgendwas. Und ein Bär sogar. Aha. Oh, das ist auch noch hübsch. Es gibt doch diese Werbung mit dem Bären. Oder ist das auch ein Hirsch oder so, wo leuchtende Augen hat? Ich weiß aber nicht, von welchem Produkt es ist, aber wahrscheinlich Jägermeister. Und die haben das wahrscheinlich nachgemacht. Je nachdem.
Also gehen wir mal zur Fleischbergfabrik. Da hat es mehrere mysteriöse Sachen. Und dann gibt es noch mehr, viel mehr Easter Eggs. Also bleibt dran. Es gibt noch viel zu entdecken. Ich werde noch natürlich alles schön gut erklären. Und ja. Hier hat es zum Beispiel auch irgendwie ein bisschen etwas Helles. Aber das wissen wir nicht. Also wir müssen zur Fleischbergfabrik. Die ist hier. Eben, da gibt es überall so Stahlfässer. Aber was gibt es in Stahlfässer übrigens? Und wieso leckt das so? Ah, hier haben wir noch einen 69. Making life mean something science 1869. So, hier hat es überall Fässer. Was gibt es in solchen Fässern? Hab doch kein Fleisch. Also ich habe Fleisch in Fässer, habe ich noch nie gesehen. Und wieso heißt es Fleischberg, nicht Meatberg, Meat Mountain oder sonst irgendwas? Und wieso gibt es so viele deutsche Wörter? Sind die Entwickler Nazis? Oder mögen sie einfach die Deutschen? Mysteriös. Echt mysteriös. So, was gibt's denn sonst noch? Also die ganze Fabrik erinnert mich irgendwie an einen Resident Evil Film oder sonst irgendwas, also Horrorfilm ähnlich. Auch diese Zäune, die sehen so schutzlos aus. So, als würde Fleischberg irgendwas verheimlichen. Aber wer weiß, was es mit dem zu tun hat. Okay, hier drüben. Es gibt übrigens ein Schild, da drauf steht, Betreten verboten, sonst werdet ihr erschossen. Und wenn ihr reingeht, werdet ihr nochmals erschossen. Und das ist doch mal... Ja, das gibt es eigentlich in der USA auch im Real Life. Also, das ist jetzt gar nicht mal so weit entfernt hergeholt. Und wo wir schon einen Sniper haben. So, ist doch viel schöner. Man kann ihn auch wieder klein machen, einfach weiterschießen. Und das gibt es schon seit GTA 3. Das ist auch mal etwas Schönes. Man kann die Größe des Mondes anpassen. Ha, herrlich. So, ist das Panoptikon? Ja, das ist Panoptikon. Ah, dann habe ich das vertauscht. Ach so. Dann gehen wir nach Panoptikon. Da gibt es ein paar Sachen, die sind wirklich konfus. Also, ich nenne es jetzt mal Easter Egg, aber ich werde es dann auch im Mythenvideo erzählen. Und ja, zuerst einmal, es ist ein Holzfällerlager. Aber wieso zum Teufel hat es so viele zerstörte Bäume überall? Da ist doch irgendwas am Werk. Also da hat Rockstar richtig krass übertrieben. Und sogar ein Schlauch, also so ein Gummi, also Hoverkraftboot haben sie hinterlassen. Und ich kann schon wieder die Kamera nicht steuern. Hm, komisch. Kann ich mich nicht umschauen. Ja, wir haben das Ding. Schaut da drüben, das leuchtet auch so extrem merkwürdig. Diese zwei Fabrikschlotten. Also Doppelschlotten. Ja, toll. Aber ich schaffe es. Komm, hoch. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Ah, oh, Mist. Es geht unter. Schade. Okay, ich gehe... Ah, da drüben können wir vielleicht hoch. Aber wieso sinkt mein Fett? Ich habe doch gegessen. Ach, komm. Boot. Komm. Komm. Komm.
Komm, Schätzchen. Ach, Mist. So, hier gibt es auch ein paar mysteriöse Sachen. Aber dafür müssen wir ein bisschen ins Landesinnere. Schaffen wir das? Kommen wir hier hoch? Ja, geht. Super. So, bei der Fabrik, also da ist alles beleuchtet. Wahrscheinlich hat es schon Scheinwerfer, aber die leuchten niemals so stark. Okay, wir sind hier beim Gelände. Hier gibt es irgendwas. Keine Ahnung, aber Puprox hat es hier. Nett, nett. So, da drüben hat es auch nichts. Da ist mir auch nie etwas aufgefallen. Das müsste ich wissen. Aber ja, wir machen sowieso das Drago-Spezial richtig lange. Da kann ich vergessen es nachholen und so weiter. Schwarze Steine, mysteriös. Ja, hier hat es nicht viel, was interessant ist. Das ist auch Xumer. Es gibt gerade keine Traktoren in der Nähe, aber mit einem Traktor oder mit einem Abschleppwagen könnt ihr extrem lange Ding machen, also Schlangen. Also könnt ihr immer wieder anhängen, 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 anhängen. Das finde ich noch richtig interessant. Und hier unten hat es irgendwo ein Haus, das ziemlich mysteriös dunkel ist. Es hat sogar mehrere Häuser. Ich weiß nicht, jetzt nicht, ob das ein Grafikfehler ist. Aber der Boden ist auch irgendwie ein bisschen texturarm hier. Zum Beispiel ein Haus, das ist so komplett schwarz, dass ihr fast nichts seht. Hier unten hat es ein bisschen Gras. Das ist komplett schwarz. Nur hier vorne hat es ein bisschen Brett. Hier hat sogar einen Flammenwerfer. Ich weiß nicht, welche Taste ich mal drücken muss. Also. Okay, dieses Haus hat eine Fassade und ich brenne sie jetzt ab. Ich hab aber nicht viel gemacht. Bitte nicht zwei Sterne. Okay. Nehmen wir das Sunschutz. Und jetzt gehen wir hier oben ein anderes Haus schauen. Oh, die Sonnenstrahlen, sehr schön. Oh, irgendwie liebe ich die Grafik, obwohl sie sehr alt ist halt. Von 2002 ist die Engine. Und das Spiel ist von 2005 oder 2004. Wo ist das Haus schon wieder? Ist es das? Nein. Ah, wenn ihr einen Mähdrescher nehmt und ein bisschen über die CJ, was machst du? Über die Personen fährt, dann passiert, was ich jetzt nicht zeigen kann, leider, weil es zugeschlossen ist. Naja, es kommt Matsch hinten raus, sozusagen. Und das nicht nur wenig. Also sehr detailliert irgendwie. Da hat Rox das schön ein bisschen übertrieben. Wir gehen mal hier nach oben. Hier hat es nämlich eine Farm. Und dort hat es sicher ein Mähdrescher, der offen ist. Der gerade benutzt wird am besten. Ach ja, wir sind ja in der Nähe von Trutz oder Trutz Farm. Und diese Farm hat auch etwas Besonderes oder mehrere Sachen besonders. Da können wir kurz dorthin gehen. Die Farm ist hier oben und Trutz Farm ist dort drüben.
So. Zuerst einmal hier vorne. So viele Schilder habe ich wirklich noch nirgends gesehen. In der Schweiz darf man das auch gar nicht machen. Privat Property No Trespassing. Privat Road No Trespassing. No Trespassing. Violators will be shot. Survivors will be shot again. Also nochmals geschossen. Also Überlebende werden abgeschossen und die, die dann den Schuss überlebt haben, werden nochmals abgeschossen. Sozusagen. Sehr, sehr nett. Also überall hat sie hier Schilder. No trespassing positively, no admittance. Okay. Und jetzt gehen wir in die Trutz Farm. Da gibt es noch, ich glaube es ist hier. Sollte eigentlich hier sein. In der Schöne. Ich weiß jetzt nicht ganz genau wo. Mysteriös. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Aber irgendwo ist in der Schöne etwas Lustiges. Naja. Ist halt nicht viel mehr hier. Das meiste wurde Ding am an der Autonummer ist meistens auch etwas Lustiges. WV274AP. Ich weiß nicht, was das heißt. Doch, geht kaputt. Das ist doch toll. Also in einem solchen Spiel, das nicht so von der Engine gut ist, ist doch so etwas lustig. Natürlich, im heutigen Spiel wird da noch alles irgendwie zerstückelt sein, also als Machtheu zerbrechen, aufteilen in Heu, Ding, Nudeln. Es müsste irgendwo anders sein, aber ich weiß jetzt nicht genau wo. Aber plötzlich kenne ich mich trotzdem wieder sehr gut aus. Ah, hier war auch eine geile Mission. Irgendwo in einem, in einer kleinen Schöne hat's ein paar lustige Sachen. Jetzt zum Beispiel eine schwarze Türe. Kann man nicht rein. Oh, das ist so schön irgendwie. Ich liebe die Grafik, die ist so schlicht. Auch wenn sie uralt ist, sie ist immer noch wunderschön. Und alles geht kaputt. Da hat Rox das sehr viel Mühe gegeben. Und sogar die Tür ist kaputt gegangen. Wow. Okay, hier hat es einen Mähdrescher. Da können wir uns ein bisschen Spaß haben. Komm schon. Was ist denn los? Ach komm schon. Jetzt. Ach komm schon, sie ist ja offen. Ja, ja. die Tür ist ja offen. Ja toll, muss ich den noch abschleppen. Ab dann rollt's ja gar nicht. Ja, bringt nichts. Da muss ich kurz schauen, wie man den Hebel rund und drauf macht. Das ist die Hupe. Auswendig weiß ich jetzt das nicht. Ja, egal. Aber eben, da könnt ihr sehr schöne Sachen machen. Alles Autos.
hinten an sein. Aber es geht eben nicht nur mit dem Traktor und mit dem Abschleppwagen, dass man die weiterhin anbinden kann, sonst ist da Ende, weil die anderen keine Ankuppelung haben. So, wir nähern uns schön dem Mount, wie heißt der jetzt schon wieder? Sie schauen. Chiliad, genau. Oh yeah. Also, wenn wir hier mal weiterkommen, dann haben wir hier einen schönen Weg nach oben. Und was erwartet uns da ganz oben? Was denkt ihr? Ach komm schon, da bin ich ja schneller im Laufen. Was denkt ihr, was ist dort oben? Da kommt auch nur Rockstar drauf, dort oben so etwas zu platzieren. Ich hoffe, es ist da. Ich hoffe, es ist da. Ja, es ist da, ein Flugzeug, ein Sprühflugzeug, genau. Okay. Ich hoffe, ich kann fliegen. Also mit W Gas geben und mit den Pfeiltasten fliegen. Ha. Irgendwie kann man... Oh. Das wollte ich nicht. Okay. Dann bin ich gleich wieder hier. Ich werde nämlich neu laden und dorthin gehen. Oder ich kann sie euch zeigen. Okay, gehen wir von hier dort rüber wieder und ich zeige euch andere Sachen, die noch lustig sind. San Fierro machen wir später. So. Ja, der sieht einen Autodiebstahl, er macht nichts, fährt einfach durch die Türe und fliegt jetzt so extrem cool. Naja, nicht ganz so extrem cool vom Polizeimotorrad. So. Also eben, wir machen San Fierro später. Jetzt gehen wir mal... Da oben waren wir, das war der Berg, wo das Sprühflugzeug drauf war. Diese Ding, Fabrik, erinnert mich sehr auch an irgendwo einen Film. Aber ich müsste raten, also wenn ihr da genaues wisst, was das darstellen soll, dann bitte unten in die Kommentare schreiben. Foresta Valley. Ah, hier hat es auch irgendwas, was nicht so hingehört irgendwo. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hm. Vielleicht fällt es mir irgendwann mal noch ein, aber irgendwas ist... Ich weiß nicht, ob es dort oben war, was sind es irgendwo. Ein bisschen merkwürdig. Also ihr seht, in solchen Spielen, die jetzt nicht mehr so aktuell sind, gibt es immer noch lustige Sachen und Sachen, die ihr noch nie gesehen habt und so weiter. Es gibt einfach viel zu viel Lustiges in diesem Game, dass man alles finden kann und alles auch wahrnimmt. So, hier haben wir auch wieder ein schönes Vehikel. Ich müsste schauen, wie der heißt. Der Dude, genau. Oder der Dooser. Ja, Dude heißt es drauf und Dooser ist der Name. Der Junkheart. Also Junkheart ist so irgendwie Müllbeseitigung. Das ist eher Kohle oder so. Hier gibt es erstmal diese Maschine. Das ist so eine Kohleflöß weiter Verarbeitungsmaschine und dann Abfüllmaschine in den Dingwagen.
den Lastwagen oder sonst irgendwo. Und ich habe schon wieder fast Selbstmord gemacht. Und keine Ahnung, was das ist. Der Ofen. Das ist auch sehr mysteriös. Also keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Also scheinbar hat hier jemand, auch eine Verbrecherbande, irgendwas noch geheim gehalten. Hier ist ein Betonmischer, da kann man in einer Mission jemand mit Zement übergießen, aber das geht außerhalb nicht. Und hier zum Beispiel dieses Auto, das spawnt einfach so kaputt. Das ist überall zu finden in den Wäldern von hier in der Nähe. Und ja, diese Auto, das ist einfach ein normaler Glendale, aber mit einem zweiten Skin, also einem kaputten Skin. Und ja, mehr kann ich darüber nichts sagen. Ich weiß nicht, ob es weniger aushält oder trotzdem gleich viel aushält, je nachdem. So, ja, dann will ich ja demnächst, der war ein bisschen heikel hier durchgeflogen, in den nächsten paar, also, ja, nicht in den nächsten, also, zuerst kamen ja die Mythen und noch weitere Easter Eggs und so weiter, ja, einfach irgendwann kommt mal ein Part, wo ich ein paar versteckte Waffen euch zeige. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ihr so interessiert seid an dem, weil es gibt auch Listen. Da könnt ihr es anständiger sehen, also ohne viele Nebensachen oder zuschauen, wie ich es nicht finde. Mal schauen, also eben, ich mache ja das nicht unbedingt nur, dass ich eine Liste für euch habe. Ja, da sind die besten Easter Eggs. Ich möchte sie auch euch zeigen und ich möchte sie auch ein bisschen selbst finden. Also die Sachen, die ich noch nicht finde, nicht wieder finde oder so, die möchte ich mit euch teilen, bis ich sie gefunden habe. Und da könnt ihr mit mir, also mithelfen. Und ja. Also, irgendwo sind Tonnen, Mülltonnen. Scheint diese hier zu sein. Wenn man hier reinschaut. Seht ihr? Vice City Maps, oder? Ja, Maps von GTA Vice City. Schöne Anspielung von Rockstar auf ihr vorheriges Game vor San Andreas war Vice City dran. So, Clucking Bell, das tönt doch mal auch nach Easter Eggs. Lecker. The Little Trucker Kids Mail. Klacker. Ah, Klacker. Okay. Clucking Bell. Schade, dass man hier... Ah doch, man kann rein. Wenn man hier hinten schaut, taste the coke, also berühre den Schwanz. Oh, das sieht nicht gerade sauber aus. Dafür bekommt ihr Headshots. So. Oh, was haben wir denn hier? Burger Shot. Ah, da ist was Komisches dran. So. Ich komme nicht mehr raus.
Ich glaube, das war nicht so geplant vom Spiel. Jetzt kommt man nicht mehr raus. Schade, dass er hier den Kopf anschlägt. Wie kann man schleichen? Optionen, Steuerung, Steuerungen, denn zu Fuß, Ducken, C. Ach, die Dings sind im Weg, so. Ah, doch noch geschafft. Super. Sagte ich schon, ich muss wieder hier hinfahren. So, weiteres. Wir überlegen, irgendwo hat es hier ein Gebäude, wo man hochgehen kann. Da oben war sicher noch irgendwas da drüben. Genau. Hier an dem Molt Tresh O Clothing and Shoe. Hier hat es zum Beispiel einen Blumenstrauß zum Schlagen. Die schlägt sogar zurück. Oh. Gehen wir weiter auf journalistischen Kundschaften. Hier oben ist leider nichts. Sheriff. Nehmen wir mal einen Hotdog. Lecker. Oh, du Fettwanst. Also, haben wir sonst noch was? Scheinbar nicht. Gehen wir mal hier drüben, Richtung Chiliad. Da gibt es ein paar Sachen, wo ich denke, sie sind... Naja... Bisschen mysteriös, aber... nicht so spannend. Also hier ist zum Beispiel das Ziel vom Mountain Bike Rennen. Ich will nur kurz etwas zeigen, dass hier oben ein bisschen merkwürdig ist. Wir müssen hier uns rechts halten. Oder einfach schön anzusehen ist, also es, ich weiß jetzt nicht genau, also der Berg hat schon etwas Eigenes und Sicheres. Rockstar hat sich relativ viel Mühe gegeben bei der Darstellung und hat zum Beispiel, ach Mist, wir müssen hier unbedingt bremsen, sonst fliegen wir wieder runter. Also, Rockstar hat sich sehr viel Mühe mit dem Berg. Mehrere Abschnitte eingebaut, die recht lustig sind. Ja, lustig. Schön anzusehen sind und ein bisschen zum Schmunzeln bringen. Neue Kameraperspektive. So. Ich habe es am liebsten fern, aber das wird immer resettet. Was ist das manchmal Ding? Diese Flugobjekte, das sagen viele, seien UFO. Ich denke, es sind schon irgendwelche. Kann auch vom Militär irgendwas sein. Also solche Glühwürmchen, Raketen oder sonst irgendwas. Schon ein bisschen mysteriös. Also diese Höhle hier hat auch irgendwas schön Künstliches, was Rockstar hier in so einem großen Game noch für Mühe gegeben hat. Da ist GTA 5 um Meiten schlechter. Also so, das erste kleine Mysterium ist noch ein bisschen weiter oben. Oh, sogar Funken sind gesprüht.
So, weiter oben, nach oben. Hallo. Und hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Ah. Das arme Flugzeug. Wo ist der Pilot? Der sollte doch rausgefahren sein. Hier hat es zum Beispiel eine Chance. Ich weiß nicht, ob ein Rennen hier durchführt. Ich glaube schon, aber nicht, dass man irgendwie über die Chance zwingen muss oder so. Es gibt aber genug solche so Geschicklichkeitsspiele in Arenen. Zum Beispiel die Arena, die wir dort in San Francisco gesehen haben. Also, hier hat es ein Quad. Hier hat es Gras, das über dem Felsen lag. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Hier war ich sehr oft, weil es hat sehr detailliert ist überall. Hier hat es einen Stein, hier kommen wir nicht drüber. Außer man... Ja, nein. Wir müssen kurz rennen. So, ich dachte hier irgendwo sind Schriften an der Wand. Also sonst die Art Sachen. Ja, hier kommt man nur von oben weiter. Schade. Also dann gehen wir zum Motorrad, wenn es noch da ist. Und gehen dann weiter. Ja, es ist noch da. Auf dem Mount Chiliad gibt es natürlich, es gibt so eine große Schanze und einen Wohnwagen gibt es noch und eben ein Fahrrad, wo man das Rennen starten kann. So, da ist die, die Autobahn, da müssen wir nicht entlang. Wir müssen ein bisschen weiter hier. Da ist eine Tankstelle. Gas. Aha. Wo ist das Holzfällerlager? Da drüben. Hier hat es irgendwo... Genau hier. Einen Igel. Nein, es ist einfach von Rockstar nicht so gewollt, dass hier Bäume aus dem Stein wachsen. Also mit dem Stein oben auch. Also wenn wir hier nach oben gehen, da hat es wirklich Bäume, die im Stein wachsen. Also seht überall Stein. Das ist völlig... unrealistisch. Und für mich auch irgendwie eine Art Easter Egg. Aber nicht gewollt von Rockstar. Das war ein Easter Egg von den Spielen gefunden und ja. Lustig. So. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte schauen. Ich hoffe, ich nehme noch auf. Ich muss kurz schauen.